Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. So, was müssen wir denn jetzt? Wir haben eigentlich nur noch eine Sache. Na gut, eine Sache zu tun, mehr oder weniger. Ich muss mal kurz gucken, sind meine Leute schon wieder zurück von ihren Missionen? Hier kommt der kühne Edelmann mit langem, starkem Arm. Ah ja, du mich auch. Mann, lass mich in Ruhe, geh weg. Sind woanders. Immer diese Nervensägen, ohne Spaß. So, okay, ich muss mal auf jeden Fall kurz was gucken. Ich glaube, ich gehe mal kurz in unser Versteck. Das ist ja auch in der Nähe. Da kann ich... Wo muss ich dafür lang? Da. Wow, Lämmersch, ich muss mal was gucken. Ich muss mal schauen, wie lange die noch ungefähr brauchen. Bevor ich nämlich zu der Erinnerung gehe, würde ich schon gern, dass die alle... Moment, wie komme ich jetzt da runter? Hier lang oder andere Richtung? Oder vielleicht sowohl als auch? Hm? Hier. So. Ich will nämlich mal gucken, wie lange die noch unterwegs sind. Die Juden-Assassinen von mir. So. 12 Minuten, ja, nee, ist klar. 3 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten, 12 Minuten, 2 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten. Jetzt muss ich ja irgendwie die Zeit totschlagen, weil ich möchte auf jeden Fall, dass die vorher, bevor ich da zu dem Erinnerungsdings gehe, dass die schon fertig sind. Weil ich nämlich nicht mehr so genau weiß, ob das die letzte Erinnerung ist. Aber ist ja kein Problem. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Aufträge, ein paar Missionchen können wir ja noch machen. Matt kümmert den Mache. Wir können hier hingehen. Wir können zum Beispiel diesen Templer-Agenten hier meucheln. Ja, ach komm, machen wir jetzt. Vorher werde ich mal geschwind einen Schritt zur Bank. Wo ist denn die Bank? Die Bank ist in die andere Richtung. Da ist die Bank, da muss ich sowieso gleich lang. Dann kann ich nämlich, geh doch mal aus dem Weg hier. So. Da ist die Bank. Give me all my money, please. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt mal hier so diese Richtung. Moment, da komme ich aber gar nicht hoch, ne? Der Hansa von dem guten Zeug getrunken. Das sind Spacken hier, die rumlaufen, ey. Mein Gott, achso, verdammt, da ist eine Treppe. Da brauche ich ja gar nicht hier hochklettern. So. Ein bisschen Zeit totschlagen, nicht wahr? Damit meine Assassinen wieder zurückkommen. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal ein paar wegschicken. Alles gut, nee, ihr habt nichts gesehen. Das ist völlig normal, so was. Wo ist das denn? Das müsste ja hier irgendwo sein. Da hinten. Dahinter ist er doch. So, mein Freund, wie kann ich dir denn helfen? War das euer Stand? Sie! Alles wurde zerstört! Wer war das? Donato Mancini. Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an und machte den Fehler zu gewinnen. Ihr dagegen, die ganze Stadt redet von euch, wie ihr gegen Borgias Männer kämpft. Donato will sich alleine mit mir treffen. Ich fürchte, er will mich umbringen. Donato Mancini betreibt Rennen im Circo Massimo. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Nur Donato Mancini töten. Ich werde mein Bestes geben. Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio. Er erwartet mich am Circus Maximus. Dort werden die Rennen ausgetragen. Alles klar. Die ersten sind zurück. War schon mal schön. Müssten gleich eigentlich nochmal welche kommen. So. Achso, ich muss ohne ihn gehen. Alles klar. Maestro. Und es sind wieder welche bereit aufzusteigen. Das finde ich super. Das machen wir natürlich dann demnächst. Aber ich vermute, das wird nicht bei allen so sein. Oh, da müsste ich ja doch nochmal versuchen eigentlich, oh, die wegzuschicken. Und da habe ich... Naja, ich warte jetzt erstmal die ab. Vielleicht bekommen die ja alle genug. Wahrscheinlich nicht. Weil allein für den letzten
Rang braucht man ja 3500 Punkte oder so, wenn ich mich nicht irre. Und das ist schon mal nicht wenig. Ach, da unten ist er schon. Guck mal. Da unten ist er schon. Ich werde mal gucken. Mich hier runterpurzeln lassen. Moment, ach so, die sind... Kann ich ihn irgendwie anvisieren? Das wäre voll geil. Das wäre voll nett und so. Ich werde mal auf jeden Fall die hier wählen. Weg. Keine Sorge. Moment. Lass mich den nochmal anwählen. So. Und dann bist du tot, mein Freund. So einfach ist das nämlich. Genau so sieht's aus. Ich habe nur ihn getötet. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch dafür zählt. Also bis zum Entkommen sozusagen. Muss mal schauen. Ich glaube tatsächlich, das ist so. Also geh ich weg. Tschüss. Ich bin weg. Helfer. Helfer. Mit RT, mittelgroße Waffe, RT halten. Alles klar. Okay, ich bin schon mal aus dem Gebiet raus. Jetzt muss ich nur noch mal ein bisschen weiter weg hier. Und weg. So schaut's nämlich mal aus, meine Freunde. Die können ja mal gar nichts. So, ich kann mich aber eigentlich schon mal in die Richtung bewegen. Ah, nee, scheiße, ich muss da dann eh nochmal zurück. Oh. Na gut, dann machen wir noch die und danach geht's aber erstmal zurück in unser Versteck. Wir müssen hin dafür, da. Dann geht's auf jeden Fall Richtung Versteck und da werden wir dann mal schauen. Es sind nämlich weitere bereit. Achso, das wird mir sowieso, glaube ich, immer angezeigt, wenn ich... Ah, alles klar. Voll gepanzertes Pferd und so, geil. Ah, ich muss ja hier lang. Okay, muss ich dann gleich wieder da hoch? Das wäre ziemlich blöd. Muss mal gucken. Wo muss ich denn hin? So, genau. Ah, könnte durchaus da oben sein. Ich glaube, ich werde mir da mal einen Weg nach oben suchen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon, dass das oben ist. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Das ist doof. Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Dann ist das ja doch nicht mehr so doof, wie ich dachte. Okay, hier komme ich aber nicht hoch. Ne? Das ist doof. Dann muss ich jetzt mal woanders mir einen Weg nach oben suchen. Und zwar hier. Makosa, was ist in ihn gefahren? Ich bin verrückt. Deine Mutter. So. Hier sind Wölfe. Hier können gar keine Wölfe sein, weil ich möchte das nicht. So, hier müsste eigentlich noch einer sein, der möchte, dass ein weiterer Agent stirbt, da hinten. Alter! Hat da aber knapp, der hätte ich ja gar nicht... Hm, naja, egal. Bitte, ruft nicht die Wache. Sie hätte hier begraben werden wollen. Eure Frau? Das wäre sie bald geworden. Was ist geschehen? Sie hatte ein Geschäft in Colonna. Die Bolger übernahmen das Viertel und sie widersetzte sich. Man fand Monika mit zwei Wurfmessern im Rücken. Lea De Rosso arbeitet in der Nähe der alten Therm. Sie muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Alles Kennt klar. Ihr ihren Mörder? Man munkelt, eine Frau, die für Cesare arbeitet. Irgendwo bei den alten Thermen. Geht, bevor man euch hier sieht. Okay, warum hat er eine Schaufel in der Hand gehabt und eine steckt da drinne? Ist das ein Simultan-Butler? Man weiß es nicht. So, hier geht's auf jeden Fall runter. So, ich hätte auch hier hochklettern können, oder? Ich glaube ja. Egal. Aber ich wäre hier gar nicht raufgekommen. So viel mal dazu. Einfach runterfallen lassen, Ezio. Scheiß drauf. Wir haben Medizin dabei, wir können zahlen. So, weiter geht's erstmal. Wo muss ich denn da hin? Ich muss, wenn ich jetzt wieder da hoch muss. Dann kriege ich aber eine Krawatte, mein Freund. Anscheinend.
Die Thermen sind hier unten. Aber ich bin ja hier in der Nähe, dann kann ich ja direkt mal gucken, wie lange die noch brauchen, die Assassinen. Das würde mich mal doch interessieren. Ein paar sind ja schon wieder zurück. Ja, ja. So. Ja, und ihr müsst natürlich immer noch was machen, oder? Scheiße, ey. Mann. Okay. Mann. Okay, ich guck mal kurz hier. Hier gibt's noch sowas für 4500. So, so. So und so. Warte mal, was ist denn, wenn ich die wegnehme? Das wird überhaupt nichts. Ne, das wird nichts. Muss man schon so machen, ne? Das sind auch nur... Oh, Alter. Okay, aber 99% sind ja schon mal nicht verkehrt, oder? Oder ich nehme welche, die nicht ganz so krass sind. Ich glaube, da reicht eventuell schon ein... Na gut, 50%. Da kann ich aber dich und dich mitschicken. Mach mal 17 Minuten, muss ich ja. Was soll ich groß... 3000 Erfahrungspunkte, das ist ein bisschen wenig, ne? 3050. Und hier gibt es nur so eine Scheiße. Mach mal, ne, 500, 800... 850, willst du mich verarschen? 850, das muss doch der hier alleine machen können, nicht wirklich. Warum kann der das denn nicht alleine? Das ist ja... Tja. Die brauchen wie alle noch 12 Minuten. Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen doch noch irgendeine schöne... In Konstantinopel machen wir was. Nee, aber... Ja, das gibt aber wenig Erfahrungspunkte, muss man mal so sagen. Nö. Ich möchte schon eine, die ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gibt. Was ist denn in Kölle? Nö. Nö, nö, nö. Okay, mal kurz gucken. Hier oben ist da bestimmt auch noch was irgendwie am Start. Nö, da ist nur Rotze. Oh, Moment, warte mal. 2700, wie viel müsste ich dafür schicken? 3 Stück? Ah, 3 Stück, jeder bekommt 900. Ich glaube, dann ist er aber fertig, ne, mit der Welt. Ja gut, komm, wir nehmen ihn mit. Alles klärchen. So, jetzt haben wir erstmal nochmal alle weggeschickt. Ja, warum nicht, ist ja kein Thema. Ach, Mann, 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 das ist ganz schön schwer, sage ich euch, hier so eine Gilde anzuführen. Die wollen einfach alle nicht. So, ich darf ja alle töten. Da stand ja nichts davon, dass ich es nicht darf. Also werde ich das auch tun. So. Komm mal her, du. Frau, du. Okay, hier ist nichts. Ich werde mich mal hier ein bisschen fortbewegen. Ich sehe... Wie man sieht, sieht man noch nichts. Immer noch nicht. Okay. Muss aber ab und zu gucken. Ich bin gar nicht mehr in dem Bereich drin, wo sie sich aufhalten könnte. Ah, da hinten. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ach ne, die haut ab. Haut die ab? Ah, die haut doch nicht einfach ab. Nanu, nanu, nanu. Verfolgt mich nicht. Verfolgt mich nicht. Doch, das tue ich. Aber die ist doch keine normale Templerin, oder? Die hat doch... Ha. Ich habe keine Zeit, um mit deinen Leuten hier zu kämpfen. Ich muss dir hinterher eilen. Ja, ja, du mich auch. Das geht dich ja nicht an, verstehst du? Ich bin gleich hinter dir und du bist gleich tot. Moment. Ja, 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 du mich auch. Komm schon. Ach, den schafft er nicht, Ezio. Du bist doch wohl nicht ganz bei Trost. Ich verfolge dich schon die ganze Zeit. Okay. Oh, das war interessant. Ezio, jetzt geh nochmal weiter wenigstens. Das geht dich nichts an, merkst du das nicht? Die sollen auch runterspringen, dann kann ich doch einfach hinterher. Warum geht das nicht? Hier, komm. Mann, Ezio, sonst kannst du das doch auch so toll. So, komm. Mann, bringen sie doch einfach um. Ich töte sie gleich, glaube ich, nicht damit, sondern mit irgendwas anderem. Und geht mir ja voll auf die Nerven. Spring doch... Ach, Alter, spring doch einfach runter, mal ohne Witz. Ich... Mann, Ezio, du bist so ein Mongo. Du sollst da vorbeilaufen. Ich glaube, ich schieße die gleich ab.
Das ist mir zu blöd, die zu verfolgen. Und irgendwie nicht zu erreichen. Jetzt sind wir schon wieder hier drauf. Willst du mich verarschen? Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Hier, pass auf. Scheiß was auf 100%ige Synchronisation. Du musst sterben. Und ich werde dich einfach töten. So, komm mal her. So. Meine Güte. Wenn die immer vor mir wegläuft, hat sie Pech gehabt. So schaut es nun mal aus. In the house. Okay. Tja, ja. So ein hübsches Kind. Die Pilger werden gebeten, alle Unfälle, hallo? Diebstähle und Probleme bei der Bewirtung selbst Bagatellen auf frischer Tat. Okay, ich muss jetzt mir mal so ein Tunnelchen suchen. Wo gibt's denn hier einen Tunnel? Hier gibt's einen Tunnel, sogar ganz in meiner Nähe, finde ich formidabel. Ja, dann gehen wir mal zu diesem Tunnel und werden dann mal auf die Tiberinseln zurückkehren in unser Versteck. Und dann werden wir hier erstmal runterspringen. Da ist doch schon der Tunnelchen. Einfach durch das Wasser treten, ein bisschen die Kacke abschütteln hier. Das ist ja ekelhaft an den Schuhen. So, erstmal wieder ins Versteck reisen. Und der Dinge ausharren, die da kommen werden. Mit unserer schicken neuen Rüstung. Was ist eigentlich für ein Tier da drauf? Ist es ein Adler? Kann sein, sieht ein bisschen komisch aus. Naja, tolle Gürtelschnalle. Alles klar, wieder zurück im Versteck. Ich würde jetzt mal sagen, wir hatten eine sehr, sehr lange Folge. Ich mache diese mal ein bisschen kürzer. Also die sehr, sehr lange Folge liegt, glaube ich, schon zwei, drei Folgen zurück. Aber wir hatten sie. Deswegen mache ich die ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood wieder. Und bis dahin, haut rein, Leute.